Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zurück auf unserem YouTube-Kanal Hetman Software. Heutzutage ist Design eine weit verbreitete Nische, in der man arbeiten kann. Millionen von Menschen entwerfen jeden Tag viele neue Projekte. Wir werden also neurale Nutzer erforschen, die uns helfen, bestimmte Aufgaben im Zusammenhang mit Design und Layout zu erleichtern oder sogar für uns zu erledigen. Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen oder einen gelöschten Internetbrowserverlauf anzeigen oder wiederherstellen möchten, können Ihnen die Programm von Hetman Software helfen. Rufen Sie den Link in der Beschreibung auf, laden Sie das benötigte Programm kostenlos herunter und installieren Sie es und führen Sie dann eine Festplattenanalyse durch. Die Dienstprogramme zeigen die zur Wiederherstellung verfügbaren Daten an, sodass Sie diese anzeigen und abrufen können. Auf unserem Kanal und Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem, von der Installation des Systems über die Konfiguration und Behebung von auftreffenden Problemen und Fällen bis hin zur Optimierung des Betriebs mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu unseren Videos oder Artikeln. Unser erster Dienst ist Pixel.ai. Mit Pixel.ai können Sie kostenlos die Textur oder den Hintergrund finden, den Sie benötigen, und Sie können auch Ihren eigenen Hintergrund zur öffentlichen Verwendung hinzufügen. Folgen Sie dazu dem Link in der Videobeschreibung und sehen Sie eine einfache und intuitive Schnittstelle. Geben Sie in das Suchfeld den gewünschten Hintergrund oder die Textur ein und Pixel.ai bietet Ihnen eine Vielzahl von Optionen. Wählen Sie diejenige aus, die Ihnen am besten gefällt und klicken Sie auf die Schaltfläche herunterladen, die sich in der oberen rechten Ecke jedes Bildes befindet. Der nächste ist Trace. Mit Trace können Sie den Hintergrund Ihres Fotos mit weniger Klicks entfernen oder durch einen farbigen oder transparenten Hintergrund ersetzen. Gehen Sie auf die Website und hinterlassen Sie den Link in der Beschreibung. Wir sehen, dass uns angeboten wird, die Ergebnisse zu betrachten, die wir mit diesem Dienst erhalten können. Wir gehen durch die Autorisierung über Google. Um den Hintergrund zu entfernen, klicken wir auf Foto hochladen und wählen das Foto aus, von dem wir ihn entfernen möchten. Das Foto wird hochgeladen. Wie Sie sehen können, wird es bereits vom Dienst verarbeitet. Das Ergebnis lässt nicht lange auf sich warten. Sie können das Bild in PNG-Format auf Ihren PC herunterladen. Der nächste Dienst enthält den vorherigen, entfernt aber nicht den Hintergrund, sondern Objekte oder Details, die Ihren Fotorahmen stören. Als Fotoeditor gehen Sie auf Anträge auf die Website. Es funktioniert auch ohne Aktualisierung und Registrierung und was am wichtigsten ist, es ist absolut kostenlos. Klicken Sie auf die vorhandene Schaltfläche und fügen Sie ein Foto hinzu, mit dem Sie arbeiten möchten. Wir können die Größe des Radiergummis an das Foto anpassen. Stellen Sie ihn nach Bedarf ein und wählen Sie das Objekt aus, das Sie löschen möchten. Nachdem Sie es ausgewählt und die Maustaste losgelassen haben, beginnt der Losvorgang und Sie müssen bis zu einer Minute warten. Wie Sie sehen können, ist das Ergebnis sehr gut. Fotoeditor hat die störenden Details effizient entfernt, sodass sich die Nutzung dieses Dienstes auf jeden Fall lohnt. Skype-Diffusion. Von nun an können Sie Ihre Skizzen und Entwürfe mit Skype-Diffusion ganz einfach in realistische Bilder verwandeln. Zeichnen Sie einfach etwas
fügen Sie eine Beschreibung hinzu und klicken Sie auf Los. Das neuronale Netzwerk nutzt diese Details, um Ihre Idee zu verstehen und Ihnen ein hochwertiges Bild zu liefern. In nur wenigen Schritten können Sie Ihre Ideen in künstlerische Meisterwerke verwandeln. Unter im Textfeld müssen Sie Notizen machen, was Sie auf dem Bildschirm sehen wollen und Schreibdiffusion zeichnet, was Sie wollen. Die künstliche Intelligenz erzeugt ein Bild auf der Grundlage der Zeichnungen, die Sie im ausgewählten Feld gemacht haben. Jaito. Mit Jaito können Sie auf einfache Weise entsprechende UI-Animationen mit Hilfe vor fertigen Vorlagen erstellen. Es ähnelt dem belegten Figma, aber in Jaito finden Sie einfache Werkzeuge zum Hinzufügen verschiedener geometrischer Formen, Multimedia-Elemente und verschiedenen Arten von Animationen wie Überblendung, Skalierung und Maskierung. Einer der großen Vorteile dieses Dienstes ist die Möglichkeit, Ihre Projekte aus Figma zu importieren. Das bedeutet, dass Sie ein bereits erstelltes Design verwenden können und Jaito hilft Ihnen, es mit Animationen zu Leben zu erwecken. Rufen wir die angegebene Website auf. Wie wir sehen können, sieht die recht interessant aus. Es ist wichtig zu wissen, dass diese Ressource sowohl eine kostenpflichtige als auch eine kostenlose Version hat. Die Funktionalität der kostenlosen Version ist jedoch deutlich anders. Klicken Sie auf Try Jaito for Free. Wir werden mit einer Seite mit Vorlagen begrüßt, auf der wir sehen können, was man mit Jaito machen kann. Die wichtigsten Arbeitsbereiche werden auf der linken Seite angezeigt. Melden wir uns mit Google an und klicken auf Neue Datei erstellen. Versuchen wir eine einfache Animation zu erstellen. Klicken Sie in der oberen rechten Ecke auf Exportieren und wählen Sie die Projektqualität aus. In der kostenlosen Version der Animation ist die maximale Qualität 720 Pixel. Unser Video ist nun hochgeladen. Lumina AI bietet die Möglichkeit, Hintergründe und Texturen für verschiedene Projekte zu generieren. Die Nutzer können die Ergebnisse der Generierung in 360 Grad betrachten oder den Effekt einer über dem Kopf fliegenden Drohne erzeugen. Der Dienst bietet eine Vielzahl von Stilen und alles, was Sie tun müssen, ist das Prompt zu geben und die gewünschten Texturen zu erhalten. Im Grunde ist es eine Analogie zu Midjourney und ähnlichen Diensten, nur in 3D. Wir loggen uns über Google ein und haben mehrere modellierte Räume, die wir uns ansehen können. Klicken Sie auf einen von ihnen und sehen Sie sich hier an. Du kannst eine Figur hinzufügen und sehen, wie sie in dem Raum aussehen wird.
Sie können die Karte auf Ihrem PC herunterladen, indem Sie auf die Schaltfläche klicken. In diesem Video haben wir also neuronale Netze erforscht, die uns helfen, bestimmte Aufgaben im Zusammenhang mit Design und Dekoration zu erleichtern oder sogar zu übernehmen. Und wir haben uns vergewissert, dass die künstliche Intelligenz nicht stillsteht, sondern sich jeden Tag weiterentwickelt. Und das war's. Ich hoffe, dieses Video war für Sie nützlich. Denken Sie daran, dieses Video zu liken. Vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Stellen Sie Ihre Frage in die Kommentare unter dem Video. Wir sehen uns dann in den nächsten Videos. Vielen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.